Der Brief des Paulus an die Galater. Gelesen von Olaf Franke. So, was haben wir denn heute? An die Galater. An die Galater. Ach du mein Lieber. Na gut. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Da kannst du nachher abschreiben oder kannst du auch diktieren. Warte mal. Also, wir fangen mal an. Paulus, Apostel nicht von Menschen. Also nicht, dass Menschen mich geschickt hätten, auch nicht durch einen Menschen zum Apostel geworden sozusagen. Also nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten und, damit ich das nicht alleine hier an der Backe habe, und alle Brüder und Schwestern, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Hast du? Wie, was meinst du, Nord oder Süd? Wie, was soll dann? Geht doch sowieso immer an alle, oder? Die, naja, egal. Wie, was für ein Jahr wir haben. Welches Jahr wir haben, ist doch völlig egal jetzt. Du kannst Fragen stellen, echt. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater. Und, damit auch jedem klar ist, was hier in diesem Brief Sache ist, und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst hingegeben hat für unsere Sünden, um uns zu erretten aus dieser gegenwärtigen gottesfeindlichen Welt, nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Erstes Kapitel. So. Liebe Galater, seid ihr denn völlig gehirnamputiert? Wie bescheuert kann man denn sein? Wie gottvergessen und völlig verblödet muss man sein, um das, was ihr... Was meinst du jetzt damit? Nein, die Danksagung, das ist alles weg hier. Ich danke Gott damit und denke an euch. Also das geht gar nicht. Die sind also bescheuert. Pass auf. Wie? Das kann man so nicht schreiben. Was meinst du, was ich stattdessen schreiben soll? Wie jetzt gar nichts? Na gut, okay, dann was heißt unaufgeregt? Habe ich mich jemals auf... Na gut. Okay, dann schreiben wir was anderes. Was schreiben wir denn? Also, mit Befremden stellen wir fest, dass ihr abgeirrt seid vom... Oder kann, ja, gut, kann man auch so, hast recht, ja, gut. Also, ich muss mich doch sehr wundern, dass ihr so schnell zu einem ganz anderen Evangelium umgeschwenkt seid, das ja eigentlich gar kein Evangelium ist. Gott hat euch doch berufen, um euch durch Jesus Christus in seiner ganzen Gnade frei zu machen. Und jetzt lasst ihr euch von irgendwelchen Leuten den Kopf verdrehen und das Evangelium vom Messias, von Jesus Christus, in sein Gegenteil verkehren. Doch ich sage euch, und das bleibt jetzt drin, verflucht sei jeder, der euch ein anderes Evangelium bringt, als das, welches ich euch verkündigt habe. Gott wird ihn richten. So ein Fluch soll jeden treffen, der so verdrehtes, widerwärtiges Zeug redet. Egal, ob ich das selber bin oder auch wenn es ein Engel vom Himmel wäre. Wer euch ein anderes Evangelium verkündet, der soll von Gott verflucht sein. Gegenüber Menschen verhalte ich mich anders als gegenüber Gott. Menschen muss ich zu überzeugen versuchen. Gott will ich gefallen, nicht umgekehrt. Denn wenn ich Menschen gefallen wollte, dann wäre ich nicht mehr ein Diener Jesu des Messias. Also. Liebe Brüder und Schwestern, ich erkläre hiermit ein für alle Mal, für alle, das Evangelium, das ich euch verkündet habe, ist kein Menschenwerk.
Ich hab's doch auch nicht von Menschen übernommen oder gelernt, sondern es wurde mir offenbart durch Jesus Christus. Ihr habt doch gehört, wie ich voll Bitterkeit und Aggression gekämpft habe für das Gesetz. In maßlosem Eifer habe ich die Gemeinde Gottes verfolgt. Ja, ich wollte sie ausrotten. Stärker als andere war ich im Gesetz und seiner Erfüllung verhaftet. Und viel heftiger als andere habe ich für die von den Vätern übernommenen Überlieferungen gestritten. Doch vom Mutterleib an hatte Gott mich erwählt, sodass sein Wille an mir wirksam werden konnte, indem er mich in seiner großen Gnade und Zuwendung berufen hat. Er hat mir seinen Sohn offenbart, damit ich ihn bei den Nichtjuden, also unter den Heiden, wie wir sagen, verkünde. Und zwar als das fleischgewordene, das leibhaftige Evangelium. Als mir das damals passiert ist, da habe ich mich nicht, wie man sagt, mit Fleisch und Blut besprochen. Also ich habe nicht Menschen um Rat gefragt. Ich bin auch nicht als erstes nach Jerusalem zu denen gegangen, die schon seit langer Zeit zu Aposteln berufen waren. Ich habe mich zunächst nach Arabien begeben und dann bin ich nach Damaskus zurückgegangen. Und erst 3 Jahre später bin ich nach Jerusalem gegangen, um Petrus zu besuchen. Bei ihm war ich 2 Wochen lang. Damals habe ich keinen anderen gesehen von den Aposteln oder von den wichtigen Leuten, die man Säule nennt, nur, Jakobus, den Bruder von Jesus, den Bruder des Herrn, den habe ich gesehen. Und Gott ist mein Zeuge, er weiß, dass ich nicht lüge. Und dann war ich noch in Syrien und Kilikien. Und die Gemeinden in Judäa, in Jerusalem, kannten mich nicht persönlich, aber sie hatten über mich die Nachricht gehört. Der Paulus, der uns verfolgt hat, der verkündigt jetzt das Evangelium. Den Glauben, den er früher ausrotten wollte. Und sie lobten Gott meinetwegen, dass er das alles an mir getan hat. Zweites Kapitel. Nach 14 Jahren bin ich, was? Wie jetzt nochmal 14 Jahre, 3 plus, also erst 3, dann 14. Die Leute sind doch nicht doof, das können die sich doch selber ausrechnen. Also, nach 14 Jahren bin ich wieder nach Jerusalem gegangen. Diesmal habe ich Barnabas und Titus mitgenommen. Gott hat mir in einer Offenbarung gesagt, ich soll mich nach Jerusalem wieder begeben. Und um sicherzugehen, dass ich mit meiner Verkündigung des Evangeliums auf dem richtigen Weg bin, wenn ich zu Nichtjuden, den Heiden, spreche, habe ich das dort den Jerusalemer Autoritäten erklärt. Und danach haben sie nicht einmal Titus, der ja kein Jude ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Allerdings hatten sich da so Pseudobrüder eingeschlichen, die erkunden wollten, was es mit dem Verzicht auf die Beschneidung auf sich hat. Diese Leute wollten uns diese Freiheit nehmen, doch wir haben ihnen keinen Augenblick lang nachgegeben. Es gelang ihnen nicht, uns in die Enge zu treiben. Und so konnte das Evangelium rein und unverfälscht auch für euch bewahrt bleiben. Die Jerusalemer Autoritäten aber, und es tut nichts zur Sache, wer das damals war, denn vor Gott sind ja alle Menschen gleich, machten mir keine besonderen Auflagen. Und sie erkannten an, dass Gott mir das Evangelium quasi ohne Beschneidung anvertraut hat, Petrus aber das Evangelium mit Beschneidung. Denn derselbe Gott, der Petrus zum Apostelamt mit Beschneidung bestellt hat, hat mich für die Nichtjuden ohne Beschneidung bestellt. Die Jerusalemer Autoritäten erkannten an, dass Gott mir offenbar eine besondere Gnadengabe geschenkt hat. Ein besonderes Charisma. Jakobus, Petrus und Johannes, die 3 sogenannten Säulen der Gemeinde, reichten Barnabas und mir zum Zeichen der Gemeinschaft die Hand. Damit war auch vereinbart, dass wir zu den Nichtjuden, den Heiden, sie aber zu den Juden, den Beschnittenen, gehen würden. Allerdings sollten wir uns besonders um die Armen kümmern. Das war die einzige Auflage. Und das habe ich dann auch sogleich in die Wege geleitet. So, jetzt kommt diese unerfreuliche Sache da mit Petrus in Antiochia, als er die Sache so unmöglich benommen hat. So, wo fangen wir denn an? So, pass auf. Was meinst du mit unfair? Das ist
Ja, einseitig, natürlich einseitig. Ist ja meine Seite, das erzähle ich doch. Ja, was? Na, das kann er doch selber schreiben, wie er das sieht. Da kann er auch Briefe schreiben. Macht er ja auch. Also fragt er mich ja auch nicht, ob ich das gut finde. So, jetzt also hier. Als Petrus in Antiochia war, oder sagen wir Kephas schreiben, weil manche kennen den ja nur so, ist ja egal, Namen Schall und Rauch. Also Petrus, er hat sich unmöglich benommen. Ich musste ihm also ins Angesicht widerstehen. Also ich musste ihm entgegentreten und ihm die Meinung sagen, öffentlich. Also zuerst hat er sich bedenkenlos mit Nichtjuden, also mit Christen, die vorher keine Juden waren, an einen Tisch gesetzt und wir haben gemeinsam gegessen. Und bis einige Leute aus dem Kreis von dem Bruder von Jesus, also dem Jakobus, der ja sehr strenger Judenchrist ist, bis da einige Leute kamen, um uns wahrscheinlich auszuspionieren. Und als die kamen, da hat er sich wahrscheinlich auch Furcht vor den Juden von den gemeinsamen Mahlzeiten zurückgezogen. Und mit ihm auch die anderen messianischen Juden. Und zwar wohl alle gegen ihre eigene Überzeugung und wieder bessere Einsicht. Ich musste also feststellen, dass sie von der verlässlichen Botschaft des Evangeliums ganz erheblich abgewichen waren. Und deswegen habe ich in aller Öffentlichkeit zu Petrus gesagt, du hast doch vorher öffentlich mit allen anderen gegessen, hast also nicht nach den jüdischen Regeln, sondern quasi als Heide gelebt. Da kannst du dich jetzt doch nicht hier hinsetzen und vor den Heidenchristen verlangen, dass sie jetzt dir zuliebe jetzt wieder jüdisch leben und nach jüdischen Regeln essen. Wir sind von Geburt an Juden, nicht einfach nur Sünder wie die Heiden. Doch kein Mensch kann alleine aufgrund von Handlungen, für die das Gesetz, die Tora, der Maßstab ist, als gerecht, als jemand, der Gottes Anspruch genügt, beurteilt werden. Das geht nur aufgrund des Glaubens, nicht aufgrund dessen, was wir tun. Aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Und ich glaube an Jesus Christus, um durch den Glauben an ihn gerecht zu sein und nicht durch Handeln, das am Maßstab des Gesetzes der Tora beurteilt wird. Denn nach dem Maßstab des Gesetzes kann kein Mensch je als gerecht gelten. Wenn wir Juden das Gerechtwerden durch Jesus Christus suchen, dann entdecken wir, dass auch wir nur Sünder sind. Hat Christus uns dann etwa zu Sündern werden lassen? Ist er sozusagen der Knecht, der Handlanger der Sünde? Nein, keineswegs. Soll ich anzunehmen, dass Christus erst die Herrschaft der Sünde zerstört und sie dann wieder aufrichtet? Und wenn einer die Herrschaft der Sünde wieder aufrichtet, dann würde er ja auch zwangsläufig Gottes Gebot übertreten, oder? Nein, also es war ganz anders. So, jetzt nochmal. Nach dem Maßstab des Gesetzes war ich zum Tode verurteilt. Diesen Tod bin ich dann quasi auch gestorben, und zwar in der Taufe sozusagen. Ich bin ja dann auch mit Christus gekreuzigt. Durch diesen Tod bin ich von den Ansprüchen des Gesetzes frei. Vor allem von jeder Schuld bin ich frei. Und ich habe doch ein neues Leben bekommen. Der alte Paulus lebt nicht mehr. Und mein neues Leben ist durch und durch von Christus bestimmt, dass ich sagen kann, in mir lebt Christus. Noch lebe ich als sterblicher Mensch, aber mein wirkliches Leben besteht im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein ganzes Leben für mich hingegeben hat. Daran habe ich durch den Glauben, durch das tiefe Vertrauen und meine Treue zu Christus Anteil. Damit will ich nicht Gottes Gnade im Nachhinein für überflüssig erklären. Wenn es möglich wäre, nach dem Maßstab des Gesetzes, der Tora, gerecht zu sein, also Gottes Ansprüchen zu genügen, dann hätte doch Jesus gar nicht kommen müssen und sein Tod wäre doch sinnlos. Drittes Kapitel. Seid ihr dennoch völlig bei Verstand? Hat euch irgendein Dämon geritten, ihr Galater? Nee, das bleibt jetzt drin. Ich habe euch doch deutlich vor Augen geführt,
was der gekreuzigte Messias Jesus bedeutet. Könnt ihr mir vielleicht erklären, woher ihr den Heiligen Geist bekommen habt? Und warum? Euer Handeln nach dem Maßstab des Gesetzes hat es bewirkt, eure Gesetzestreue oder eure Glaubenstreue, euer Vertrauen auf Gott? Hat man euch so Meschugge gemacht? Geistlich habt ihr angefangen, fleischlich habt ihr geendet. War denn alles, was ich euch beigebracht habe, was ihr erlebt habt mit Gott, vergeblich? Gott hat euch seinen Heiligen Geist geschenkt, er tut es noch und er wirkt Wundertaten unter euch. Und meint ihr wirklich, er tut es, weil euer Handeln vor Gott und dem Gesetz vollkommen ist? Oder nicht vielmehr deshalb, weil ihr das im Glauben, im Vertrauen empfangen habt? Bei Abraham war es doch so. Er hat Gott vertraut, hat an ihn geglaubt und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. So hat er Gottes Ansprüchen genügt. Wahre Kinder Abrahams sind dann doch nur diejenigen, die dann auch so vertrauen und glauben wie er. Und in der Schrift, in der Tora, ist doch bereits vorgesehen, dass Gott die Nichtjuden, die Heidenvölker, als gerecht ansehen wird, wenn sie einfach nur an ihn glauben, sich ihm anvertrauen. Denn Abraham wurde ja, wie im Evangelium, quasi im Voraus schon verkündet, alle Völker sollen durch dich gesegnet sein. Das bedeutet, alle, die glauben, werden mit Abraham, der als erster glaubte, gesegnet. Wer dagegen seinen Handel nur unter den Maßstab der Tora, des Gesetzes, stellt, steht ja quasi unter einem Fluch. Denn auch in derselben Tora, in derselben Schrift heißt es doch, wer nicht alles tut, was im Buch des Gesetzes steht, soll verflucht sein. Andererseits geht aber auch aus der Schrift hervor, aus derselben Schrift, dass durch das Gesetz keiner vor Gott für gerecht erklärt werden kann. Sonst hieße es doch nicht bei Habakuk Kapitel 2, Vers 4, der Gerechte wird leben aus seinem Glauben. Wenn es heißt aus Glauben, dann bedeutet es das durch nichts anderes als eben durch diesen Glauben, durch dieses Vertrauen, gibt es Gerechte. Das Gesetz hat eine ganz andere Stellung. Gesetz hat eine andere Stellung als Glauben. Vom Gesetz heißt es, nur wer es erfüllt, wird leben. Uns hat Jesus, der Messias, aber von jedem Fluch freigekauft, weil wir das Gesetz ja nicht erfüllt haben. Er hat unseren Fluch sozusagen, den wir durch das Nicht-Einhalten des Gesetzes verdient hätten, von uns genommen. Er ist selber zum Fluch geworden. Denn es steht ja in der Schrift, 5. Mose 21, 23 steht, jeder, der am Holz hängt, soll verflucht sein. Jesus hing am Holz des Kreuzes. Und wenn ein Fluch beseitigt ist, kann doch der Segen wieder fließen. Der Segen wirkt. Und auf diese Weise soll jetzt der Segen, der schon Abraham versprochen wurde, durch Jesus Christus auf alle Nationen und Völker und Rassen und Klassen kommen. Und dieser Segen beginnt mit der Ausgießung von Gottes Heiligen Geist, der jedem von uns zugänglich wird. Durch das Vertrauen, durch diesen Glauben, dann empfangen wir ihn. So, liebe Brüder und Schwestern, jetzt nehmen wir noch mal ein anderes Beispiel aus unserer Alltagswelt hier. So, hast du? So, okay, also noch mal, liebe Brüder und Schwestern, bei einem Testament, das notariell beglaubigt wird, kann niemand etwas hinzusetzen oder streichen. Auch bei Abraham ging es um eine Regelung für die Nachkommen, für die Erben. Denn die Verheißungen wurden Abraham und, wie es heißt, seinem Kind gegeben. Es heißt übrigens nicht seinen Kindern in der Mehrzahl, sondern es ist nur, so kannst du das im ersten Buch Mose lesen, von einem Kind die Rede. Nur ein Kind ist Erbe. Und deinem Kind. So, und dieses Kind ist letztlich Jesus, der Messias. Dieses Testament hat Gott beglaubigt, bevor es in der Schrift aufgezeichnet wurde. Daher konnte es durch das 430 Jahre später erlassene Gesetz des Mose nicht ungültig gemacht werden,
so als ob man diese Verheißung gestrichen werde. Denn Abrahams Testament quasi wurde ja von Gott beglaubigt. Deswegen kann Mose das doch nicht ändern. Hast du das jetzt verstanden? Okay. Ja, das musst du jetzt nicht schreiben. Also weiter jetzt. Also, denn wären wir Erben durch das Gesetz des Mose, dann wäre ja der Weg über die Verheißung, die durch Abraham gekommen ist, dann wäre dieser Weg doch ausgeschlossen. Wofür ist dann aber das Gesetz des Mose da? Gott hat es zusätzlich gegeben, damit wir als Maßstab etwas haben, woran Übertretungen messbar werden. Und zwar so lange, bis der Erbe, das Kind, geboren würde, dem diese Verheißung lange vor dem Gesetz des Mose gilt. Und weil es durch einen Engel gegeben wurde, musste Mose der Mittler sein. Also, die Tora wurde durch einen Engel übermittelt. Wenn allein Gott das Gesetz unmittelbar den Menschen gegeben hätte, wäre doch kein Mittler nötig gewesen. Dann wäre Mose doch nicht nötig gewesen. Aber es waren viele Engel und damit sie mit einer Stimme redeten, war einer, ein Sprecher, ein Vermittler erforderlich. Aber dadurch besteht beim Gesetz doch dann ein größerer Abstand zwischen Mensch und Gott, wenn da noch jemand dazwischen ist, oder? Kann also das Gesetz Gottes Verheißung Abraham aufheben? Natürlich nicht. Denn nur ein Gesetz, das Leben schenken kann, würde auch Gerechtigkeit hervorbringen. Doch das Gegenteil war doch der Fall. Das Gesetz hat alle verurteilt und sie durch seinen Schuldspruch alle zusammen eingeschlossen, quasi wie Strafgefangene. Dadurch blieb aber der Weg der Verheißung offen und er gilt jetzt für alle, die glauben. Und jetzt, im Glauben an Jesus Christus, können wir diesen Weg beschreiten und endlich zum Ziel gelangen. Bevor diese Zeit des Glaubens anbrach, waren wir quasi vom Gesetz gefangen und warteten sehnsüchtig auf die Offenbarung dessen, das da kommen sollte, nämlich dieses Glaubens, des Vertrauens wie Abraham. Und so wie ein Lehrer seine Schüler auf das Leben vorbereitet, hat uns das Gesetz auf Christus vorbereitet und darauf, dass unser Glaube stark genug wäre, damit Gott uns als Gerechte behandeln konnte, als Menschen, die seinem Anspruch genügen. Das Gesetz ist sozusagen der Pädagoge, der Kinderanführer, der Anleiter, aber er bringt uns in die wahre Schule. Die Zeit des Glaubens. Und nun ist diese Zeit des Glaubens da und wir sind gerecht und frei und müssen die Anklage und Verurteilung durch das Gesetz eben nicht mehr fürchten. Denn durch den Glauben an den Messias Jesus, durch das Vertrauen auf ihn, durch die Treue zu ihm, sind wir alle Kinder Gottes. Und weil ihr auf Jesus Christus getauft seid, habt ihr ihn angezogen wie ein Kleid und seid mit ihm eins, durch den Glauben. Durch den Glauben sind wir alle Kinder Gottes. Und daher, weil ihr ihn angezogen habt, gilt alles, was für ihn gilt, auch für euch. Und damit sind die trennenden Unterschiede zwischen Juden und Griechen und Nichtjuden und Juden und Sklaven und Freien und Männern und Frauen verschwunden. Weil wir Jesus gehören, sind wir alle einer geworden. Nicht eins, sondern einer. Wir sind alle der männliche Erbe. Und weil ihr ihn wie ein Kleid angezogen habt, seid ihr eben auch ein und derselbe wie er und damit Kind Abrahams und damit auch Erbe und Träger der Verheißung. Viertes Kapitel. Einem Kind sieht man nicht an, dass es mal Hausherr oder Erbe sein wird. Also es sieht oft nicht anders aus als ein Diener oder Sklave, was die Kleidung angeht und so weiter.
denn solange der Vater es will, steht das Kind unter der Aufsicht eines Erziehers oder anderer Aufsichtspersonen. Ähnlich war es ja auch mit uns, solange wir Kinder waren, waren wir wie Sklaven unter der Herrschaft von den Mächten dieser Welt, oder? Doch als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren, lebte unter dem Maßstab des Gesetzes, um die anderen, die auch unter dem Maßstab des Gesetzes standen, freizukaufen und um aus uns Sklaven Kinder und Erben zu machen. Dass ihr schon Kinder seid, das könnt ihr übrigens daran sehen, dass Gott nicht nur seinen Sohn gesandt hat, sondern eben auch den Geist seines Sohnes, den Heiligen Geist, in unsere Herzen gelegt hat. Und dieser Geist ruft, wenn wir beten, in unseren Herzen, Abba, Vater, Papa. Wer so ruft, ist kein Sklave, sondern Kind. Und wenn du Kind bist, bist du auch Erbe. Das sind wir durch Gottes Handeln geworden. Vorher habt ihr nichts gewusst und wart im Götzendienst versklavt. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Und da muss ich euch doch fragen, wollt ihr wirklich zurückfallen auf die schwachen und armseligen Mächte dieser Welt, wie ihr es vorher gemacht habt? Wollt ihr euch wieder in die Sklaverei begeben? Wollt ihr das alles rückgängig machen? Und genau das kommt dabei heraus, Sklaverei. Wenn ihr dauernd und genau auf bestimmte Tage, Monate, Jahreszeiten und Jahre achtet, dann muss man auch Angst bekommen, dass all seine Mühen vergeblich waren, nämlich meine Mühen bei euch. Gegenüber dem Gesetz könnt ihr es doch so halten wie ich. Obwohl ich Jude bin, lebe ich wie ein Nicht-Jude, also so wie ihr, die ihr gar keine Juden gewesen seid, bevor ihr Jesus kennengelernt habt. Also bitte, Brüder und Schwestern, ich bitte euch inständig auf mich zu hören. Ihr habt mir bisher noch nichts Schlimmes angetan, denn denkt doch mal nach, als ich das erste Mal bei euch war, habe ich euch als kranker, schwacher Mann das Evangelium verkündet. Mein gesundheitlicher Zustand hat euch wirklich einige Nachsicht abverlangt. Doch ihr habt mich nicht missachtet oder gar vor mir ausgespuckt, sondern ihr habt mich aufgenommen wie Gottes Engel, ja wie Jesus selbst. Wo ist denn eure anfängliche Begeisterung geblieben? Ich könnte schwören, dass ihr damals beide Augen für mich hergegeben hättet. Bin ich jetzt euer Feind geworden, weil ich euch gegenüber nichts von der Botschaft zurückgenommen habe? Meine Gegenspieler werben mit unlauteren Mitteln um euch. Sie wollen euch und eure Mitbrüder entzweien. Und sie wollen euch abhängig machen von sich selbst, damit ihr nur auf sie angewiesen seid und euch um sie bemüht. Mir wäre es lieber, ihr würdet euch um mich bemühen. Und zwar nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern auch jetzt, wo wir getrennt sind. Ihr seid doch meine Kinder und wie eine Mutter liege ich nochmal in Wehen, die schmerzhaft sind. So lange, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ich wünschte, ich könnte bei euch sein und so mit euch reden. Persönlich, so wie ihr es jetzt gerade nötig habt, denn ich bin, ehrlich gesagt, ratlos, was ich mit euch anfangen soll. Wenn ihr euch so liebend gern am Maßstab des Gesetzes messen lassen wollt, habt ihr es denn überhaupt gelesen? Da steht nämlich geschrieben, Abraham hatte zwei Söhne. Und jetzt wird's schwierig, ne? Er hatte nämlich einen von einer Sklavin und einen von einer freien Frau. Der von der Sklavin geborene ist auf übliche Weise gezeugt worden. Der von der freien Frau geborene aber, ihr wisst es, aufgrund einer göttlichen Verheißung. Und das kann man bildlich jetzt mal so deuten, dass die beiden Frauen für die beiden Testamente oder die Bundesschlüsse stehen. Der eine ist der von Hagar, auf dem Sinai geschlossen sozusagen. Und alle, die unter ihm zur Welt kommen, sind, wie die Kinder von Hagar, Sklaven. Die Verbindung zwischen Hagar und Sinai ist daraus abzuleiten, dass Hagars Kinder, die Ismaeliten, also die Araber, auf dem Berg Sinai, daher in diesem Kontext symbolisiert der Sinai die Knechtschaft, und zwar bezogen auf das bestehende irdische Jerusalem. Der andere ist der Bund von Sarah. Zu ihr gehört das himmlische Jerusalem, das für Freiheit steht. Das ist unsere wahre Mutter, denn es steht doch geschrieben, juble, du Unfruchtbare, die du bisher nie Kinder hattest, du,
die du nie wehen gespürt hast. Lass jetzt dein Freudengeschrei hören, denn jetzt hast du, du Einsame, viel mehr Kinder als die Frau, die einen Mann hat. Ihr aber, liebe Schwestern und Brüder, seid Kinder der Verheißung, wie Isaak es war. Doch schon damals glaubte der Sohn, der auf üblichem Weg gezeugt worden war, er müsste den anderen, der durch Gottes besonderes Wirken zur Welt gekommen war, verfolgen. So auch jetzt. So ist es auch jetzt. Dazu kannst du in der Schrift nachlesen, wirf die Sklavin und ihren Sohn hinaus. Denn der Sohn der Sklavin soll nicht mit dem Sohn der Freien das Erbe teilen dürfen. Kinder von Sklavinnen sind Sklaven, keine Erben. Auch aus dieser Verfolgung, liebe Schwestern und Brüder, geht hervor, dass wir nicht Kinder einer Sklavin sind, sondern Kinder einer freien Frau. Und der Messias Jesus hat uns befreit, auch von jeder Verurteilung, vor allem, was uns trennt. Seid also bitte standhaft und lasst euch nicht wieder einfangen und unter Sklavenketten legen. Ich, Paulus, erkläre euch, wenn ihr euch jetzt zusätzlich noch beschneiden lasst, dann werden Christus und Christsein völlig ohne Sinn, ohne Wert und Nutzen für euch sein. Und jedem, der sich jetzt im Nachhinein noch beschneiden lässt, kann ich nur bescheinigen, er muss dann das Gesetz vollkommen erfüllen. Und wenn ihr auf dem Weg der Gesetzeserfüllung gerecht werden wollt, dann habt ihr euch von Jesus Christus losgesagt und seid quasi aus der Gnade herausgefallen. Denn wir haben doch den Heiligen Geist empfangen und unsere Hoffnung, in Gemeinschaft mit Gott leben zu können, weil er uns als Gerechte annimmt, gründet sich darauf, dass wir glauben und vertrauen können. Wenn einer mit Jesus Christus lebt, ist es unerheblich, ob er beschnitten ist oder nicht. Was zählt, ist vielmehr der Glaube, der durch Liebe Wirklichkeit wird. Ihr seid doch so schön vorangekommen. Wer hat euch denn nur so eingemauert, dass Gottes verlässliches Wort nicht mehr zu euch durchkam? Was man euch jetzt eingeredet hat, kommt jedenfalls nicht von dem Gott, der euch berufen hat. Und wie ihr wisst, schon ein kleines Stück Sauerteig kann den ganzen Teig durchsäuern. Weil wir aber gemeinsam vor unserem Herrn stehen, vertraue ich doch darauf, dass ihr euch von mir überzeugen lasst. Denn wer auch immer der Mensch ist, der euch verwirrt hat, er wird im Gericht Gottes die Folgen tragen müssen. Bedenkt doch, liebe Brüder und Schwestern, wenn ich den Gegner nachgäbe und jetzt auch die Beschneidung verkündigte und forderte, dann hätten sie keinen Grund mehr, mich zu verfolgen. Ja, dann wäre ich schön angepasst. Und das Ärgernis des Kreuzes wäre nicht mehr da. Auf die Beschneidung zu verzichten, bedeutet für diese Leute, dass man einen hohen irdischen Wert missachtet. Genau das ist aber das Kreuz. Absage an alles, was unter Menschen gilt und wertvoll ist. Die Leute, die euch aufwiegeln, die sollen sich am besten selbst beschneiden und am besten ganz kastrieren lassen. Und was? Ja, das war witzig gemeint. Ja, das war witzig gemeint. Wahrscheinlich kommen in 1000 Jahren Leute und sagen, das sei der einzige Witz, den es hier in der Bibel gegeben hat. Naja, aber weiter. Also, liebe Brüder und Schwestern, ihr seid doch zur Freiheit von aller Enge und Angst berufen. Aber Freiheit darf nicht missverstanden werden als Freibrief für hemmungslose Ichsucht, für Egoismus. Leistet einander, obwohl ihr frei seid, Sklavendienste der Liebe. Denn das ganze Gesetz wird durch die Liebe erfüllt. Das ganze Gesetz ist darin enthalten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr jedoch aufeinander losgehst, euch beißt, dann werdet ihr euch gegenseitig ganz auffressen. Ich fordere euch dagegen auf, lasst euch vom Heiligen Geist führen und nicht von eurer egoistischen Triebhaftigkeit. Denn die Triebe neigen zur Maßlosigkeit und daher liegen sie im Dauerstreit mit dem Heiligen Geist. Beide sind sozusagen natürliche Feinde oder geborene Widersacher. Die Triebhaftigkeit hindert euch daran, das zu tun, was ihr eigentlich tun wollt. Wenn ihr euch aber vom Heiligen Geist leiten lasst, dann könnt ihr die Verurteilung des Gesetzes umgehen und seid davon befreit. Was bringt denn dieser triebgesteuerte Egoismus so alles hervor? Das ist ja ganz klar. Achtung, Menschen, die nach Sex gieren, die kein Maß kennen, die sich Ausschweifungen hingeben, Götzen anbeten, Gift und Galle spucken, Zank, Streitsucht, Missgunst,
Intrigen, Parteienstreit, Spaltung. Das kommt dabei raus. Neid, Sauf- und Fressgelage sind wichtiger als alles andere. Da kommt eins zum anderen. Das hat nichts zu tun mit Gottes Herrschaft. Die Frucht des Heiligen Geistes aber, das, was entsteht, wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt, immer wieder neu, das ist Liebe, Freude, Frieden. Jemand, der so durchdrungen ist, der hat einen langen Atem, ist freundlich und gütig, ist von Geduld und hat Selbstbeherrschung. Solche Leute kann das Gesetz gar nicht verurteilen, wird es auch nicht. Zwischen denen, die zu Jesus, dem Messias, gehören und ihren früheren selbstsüchtigen und maßlosen Trieben, steht nämlich das Kreuz. Denn solche Leute haben sich von ihrer Vergangenheit endgültig verabschiedet. Wenn nun der Heilige Geist unser neues Leben ist, dann wollen wir auch danach handeln. Daher verbietet es sich zum Beispiel von selbst, dass wir angeberisch sind, dass wir einer den anderen immer zum Streit herausfordern oder dass wir einander ständig mit Neid gegenseitig beäugen. Eigenes Tun kritisch beurteilen. Im besten Falle darf er dann gegenüber sich selbst auf sich selbst stolz sein, aber nicht andere damit belästigen. Jeder hat seine eigene Last zu tragen. Und wer das Vorrecht hat, im Evangelium unterwiesen zu werden, sollte mit seinem Lehrer teilen. Täuscht euch nicht. Gott lässt sich nicht überlisten. Jeder erntet, was er gesät hat. Wer seiner Selbstsucht gehorcht, wird als Frucht der Selbstsucht Vergänglichkeit ernten. Wer aber auf den Heiligen Geist setzt, der wird als Frucht des Heiligen Geistes, wie oben beschrieben, zusätzlich noch das ewige Leben ernten. So, lasst uns deshalb nicht müde werden, Gutes zu tun. Und wenn es an der Zeit ist, werden wir die Früchte daraus ernten. Aber nur, wenn wir nicht vorher schon aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir jedermann Gutes erweisen, besonders aber denen, die zu uns gehören als Gläubige. So, jetzt komme ich. So, jetzt werde ich mal sehen. Ihr könnt ja sehen, wie schwerfällig. Ich schreibe jetzt hier selber den Rest. Ja. Jetzt könnt ihr sehen, wie ich mit eigener Hand schreibe. Ja, ich muss ja mit eigener Hand schreiben, damit die Leute sehen, dass das von mir ist, als Beweis. Ja. Du glaubst ja gar nicht, was für Fälschungen unterwegs sind. Weißt du, da gibt es Leute, die behaupten, ich hätte einen Brief an die Hebräer geschrieben. Ja, was soll das? Also, obwohl, könnte ich ja mal machen, ne? Was würden wir da reinschreiben? Vielleicht sowas, was ich an die Kolosser oder Epheser schreibe, so, was war Jesus vor der Menschwerdung? Ja, das wäre cool. Ja, vielleicht mache ich es, aber vielleicht lasse ich es auch lieber. Na gut, okay, weiter. So. Also, jetzt kommen wir zum Schluss. Hier ist meine wichtigste Mahnung. Einige Leute, die vor den anderen gut dastehen wollen, nötigen mich, doch über die Beschneidung zu reden, sich beschneiden zu lassen und auch die Gläubigen. Ihr Hauptmotiv ist, dass sie dann keine Verfolgung mehr zu fürchten hätten. Aber damit haben sie auch das Kreuz Jesu neutralisiert. Das Kreuz Jesu, das Kreuz Christi, bedeutet doch Absage an alles, was gewöhnlich als hoher Wert gilt. Und das ist im Falle des Judentums nun mal die Beschneidung. Doch diese Leute lassen sich zwar beschneiden, halten aber das Gesetz nur ganz unzureichend ein. Und sie wollen doch eure Beschneidung nur, um damit anzugeben, was sie an eurem Fleisch vollbracht haben. Für mich ist das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus das Einzige, worauf ich stolz sein möchte. Denn weil ich zu Jesus Christus gehöre, steht das Kreuz zwischen den Dingen der Welt und mir. Und mit dem, was in der Welt für wertvoll gilt, habe ich nichts mehr zu tun. Und es hat mit mir nichts mehr zu tun. Denn für mich gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein, sondern es gilt die neue Schöpfung. Und wer sich an diesen Maßstab hält, dem darf ich Gottes Frieden und Erbarmen wünschen. Und das gilt auch für das von Gott erwählte Volk, Israel. So, und im Übrigen wünsche ich mir, dass mir keiner mehr Mühe macht, denn die Wunden und Narben an meinem Leib gehören genauso wie ich
trennbar zu meinem Messias. Schlusssatz. Jesus Christus sei euch gnädig, liebe Schwestern und Brüder, und er soll fest in euren Herzen sein. Amen. So, was machen wir als nächstes? Noch einen Brief noch? Guck mal, wen haben wir denn lange nicht geschrieben? Ich habe die Übersetzung von Klaus Berger und Christiane Nord benutzt aus dem Buch Das Neue Testament und frühchristliche Schriften.